Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es so ein, ja, Get Ready With Me, Silent Talk, irgendwie sowas mit ein bisschen First Impression drin. Ich habe mir auch ein paar neue Produkte rausgesucht, die ich gerne mit euch verwenden möchte. Nicht wundern, ich gucke auch öfters mal hier zur Seite, weil, ja, hier ist das Babyphone und der Kleine schläft direkt im Zimmer nebenan. Also es ist eigentlich ein großes Zimmer, aber mit einer Tür dazwischen, sagen wir es so. Das ist nämlich sein Kinderzimmer hier. Und er ist jetzt gerade nebenan, habe ich ihn ins Bett gelegt und damit ich gucken kann, ob alles gut ist oder ob er weint oder irgendwas ist. Genau, habe ich das jetzt hier stehen, damit ich auch kurz dieses Video drehen kann mit euch und mich fertig machen kann. Weil ich fange einfach mal an, sonst erzähle ich die ganze Zeit. Ich benutze als erstes, ich habe auch Hautpflege noch nicht gemacht, das machen wir jetzt auch zusammen. Von Rituals, Ritual of Namaste, Glow Radiance Anti-Aging Serum. Das ist dieses hier. Ich zeige euch jetzt nicht alles ganz explizit, aber das verwende ich momentan. Das war, glaube ich, im Adventskalender. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das fühlt sich gut auf der Haut an. Und ja, also wäre ich nicht, fände ich schlimm, wenn das nochmal irgendwo demnächst mal drin ist, weil, weiß nicht, ich mag das. Das fühlt sich gut auf der Haut an. So, einmal das. Also, ich mache mich jetzt heute fertig, weil ich treffe mich heute mit einer, ich würde gerade sagen, ehemaligen Arbeitskollegin. Es ist nicht meine ehemalige Arbeitskollegin, weil ich ja in dieser Firma noch angestellt bin. Sie ist noch in Elternzeit, geht jetzt aber ab nächsten Monat wieder dort arbeiten. Und ich bin ja jetzt ist in Elternzeit gekommen. Genau, und dann treffen wir uns gleich. Das haben wir jetzt öfter mal gemacht in der Zeit, wo wir beide in Elternzeit waren. Oder wo ich halt schwanger war. Genau. Augencreme benutze ich eine von Balea, die Uvea-Creme. Ja, genau. Und wir treffen uns heute, tauschen uns wieder aus. Sonst haben wir uns immer zum Frühstücken getroffen. Jetzt treffen wir uns heute ein bisschen später, weil ihr Kleiner geht halt jetzt auch schon in die Kita. Der ist jetzt ein Jahr und 2 Monate oder so, glaube ich. Genau. Und ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Sie hat mir noch nicht geantwortet, aber da geht es heute für mich hin. Bin ich gespannt. Ist immer schön, sich auszutauschen, weil ich halt nicht so viele andere Mütter kenne, um ehrlich zu sein. Also mein Freundeskreis haben nicht viele Kinder. Die Schwester von meiner besten Freundin hat vor einem, ja, mehr als einem halben Jahr jetzt schon, also Anfang des Jahres, ein Kind gekriegt. Die wollte ich eigentlich auch mal schreiben, ob man sich vielleicht mal treffen will. Genau. Der kleine Damien wird morgen 3 Monate alt. Das ist so krass, wie die Zeit vergeht. Ich benutze gerade Blistex für die Lippen. Und das ist einfach heftig. Kommt mir nicht vor, als wäre schon 3 Monate. Er passt jetzt auch schon in Größe 68. Also das ist schon... Der ist groß, der Junge. Total süß. Genau. Fürs Gesicht benutze ich jetzt von Rituals auch Invisible Sun Protection Face Cream mit 30. Lichtschutzfaktor 30. Da habe ich so ein kleines Pröbchen. Das trage ich mir jetzt ins Gesicht auf. Genau. Ich lerne aber vielleicht bald andere Muttis kennen. Das würde mich sehr freuen, weil ich finde es halt, wie gesagt, gut auch für den Kleinen, dass er andere Kinder schon so früh kennenlernt. Oder für mich auch zum Austausch. Und zwar geht es für mich ab Anfang September, also ich glaube am 3. September meine ich. Ich glaube, ja. Geht es für uns zu so einem... Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Hier bei uns im Ort ist das. Es ist Fitness mit Kind oder so, keine Ahnung. Also es ist nicht direkt ein Rückbildungskurs, aber es ist halt irgendwie so Fitness mit Kind. I don't know. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Ein bisschen Sport, ein bisschen was mit dem Kleinen. Für den Kleinen vielleicht auch so ein bisschen gymnastikmäßig was zum Bewegen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Aber darauf freue ich mich, weil ich ja da auch andere Mütter kennenlernen würde aus der Gegend. Ich hoffe, dass da auch welche in seinem Alter sind, weil es ist ab 3 Monaten der Kurs und bis 12 Monate. Also das sind sechs Kurstage, sage ich mal. Genau, 6 Wochen geht das. Und ja, ich hoffe, es ist noch jemand so Junges dabei. Das ist jetzt nicht das einzige super, super kleine Baby noch ist. Ja, und wenn wir diesen Kurs fertig haben, würde ich uns gerne zum Babyschwimmen anmelden. Das heißt, irgendwann dann im Winter. Bin ich gespannt. So, Pflege ist drauf. Ich warte noch ein kleines Sekündchen und überlege mal, wo es gleich weitergeht. Mit Primer macht Sinn, ne? Genau, ich finde das einfach so krass, der Kleine. Der ist 3 Monate schon alt. Wie schnell geht diese Zeit rum?
Und wir sind halt tatsächlich schon am Überlegen, also das heißt nicht, dass es passieren wird, aber wir überlegen halt schon, wann ein zweites Kind, was heißt sinnvoll? Sinnvoll, es ist irgendwo immer sinnvoll, aber ach, was rede ich hier? Also wir überlegen oder planen gerade, wann für uns ein zweites Kind passend wäre. Und ich war immer der Meinung, dass vielleicht so mit 2 Jahren Unterschied, aber vielleicht möchte ich es jetzt doch schon ein bisschen eher. Wir gucken mal, es steht alles noch nicht fest. Aber vielleicht, wenn alles auch klappt, es muss ja auch alles klappen und. Und vielleicht ja noch dieses Jahr schwanger werden, mal gucken. Weil man weiß es ja nun mal nie. Es kann ja auch immer schief gehen. Ich meine, meine erste Schwangerschaft war eine Fehlgeburt. Und das kann ja jedes Mal wieder vorkommen. So. Also das kann man eh nicht planen, wie weit die Kinder dann auseinander sind. Und es läuft bei uns so gut. Also ich weiß natürlich auch, dass sowas super schwierig ist. Also super anstrengend wird mit 2 so kleinen Kindern. Aber ich glaube, letztendlich ist es immer anstrengend. Weil alle Freundinnen, die ich höre, sagen, oh nee, jetzt gerade nicht. Ein zweites Kind ist gerade so anstrengend. Der hat gerade die und die Phase. Also es gibt, glaube ich, immer Phasen, das wird immer anstrengend. Klar, mit 2 wirklich kleinen, die noch nicht eigenständig sind, ist natürlich schwierig. Du musst alle hin und her tragen und so. Ne? Es kann noch nicht zwingend selber die Treppen hier hoch und runter gehen und alles. Aber mein Gott, das kriegt man gewuppt. Andere haben auch 2, 3 Zwillinge, Drillinge und die kriegen das auch hin. Ja, ich stelle mir das halt aber einfach nur schön vor, wenn die Kleinen so zusammen aufwachsen und nicht so weit auseinander sind, dass die auch wirklich ein bisschen was vielleicht miteinander zu tun haben und so. Genau, ich mache jetzt weiter mit dem Primer und zwar von Makeup Forever Hydra Booster. Das ist dieser hier, den trage ich mir einmal auf. Ich bin echt gespannt, ob wie dieses Video geklickt wird, weil ich glaube, es kommt halt nicht so gut an, so sich einfach nur so random zu schminken und zu labern. Aber das ist mir egal. Ich drehe nur mal das, was mir auch Spaß macht. Und da habe ich mich gerade einfach nachgefühlt. Und deswegen machen wir das Ganze. Genau. Den Primer finde ich übrigens richtig gut. Der war mal in irgendeiner Box, also ich habe ihn nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, wo der drin war. Aber ich finde ihn richtig, richtig klasse. Sieht so schön auf der Haut an. Der spendet wirklich gut Feuchtigkeit. Ich mag den richtig gerne. Und übrigens finde ich so krass, dass ich jetzt noch nicht mal einen Monat YouTube wieder mache. Ich glaube 3 Wochen sind es jetzt. Und das ist echt, also ganz gut läuft. So. Also was heißt so gut läuft? Ne? Ich meine, es geht mir auch einfach um den Spaß. Aber natürlich freut man sich, wenn Abonnenten dazukommen, dass man einfach eine größere Community hat und so. Und das macht mir gerade mega Spaß. Ich meine, bei anderen geht es sicherlich schneller, so ist es nicht. Aber ich finde dieses Wachstum, was hier gerade passiert, so richtig schön. Ich sehe jeden Tag auf jeden Fall, dass die Zahl ein bisschen steigt. Und das freut mich unnormal. Und wie krass war bitte das Asam-Wundertüten-Video, Alter, wie das geklickt wurde und alles. Ich meine, es war mir klar, dass es besser auch geklickt wird, weil Leute natürlich auch danach suchen. Ich wette, einige von euch haben mich auch darüber gefunden. Und ich gucke solche Videos halt auch. Natürlich will man wissen, was hatten andere drin. Hatte ich eine gute Tüte, hatte ich eine schlechte Tüte, aber das hat mich mega gefreut. Also mit so einer krassen Resonanz hätte ich dennoch nicht gerechnet. Genau, das freut mich mega, mega, mega doll. So, ich weiß noch nicht, was wir jetzt verwenden als Foundation. Ich habe einmal die IT von IT CC Full Coverage Cream und ich habe einmal NYX Born to Glow. Oh Gott, das ist schwierig. Ich glaube, ich hatte letztens, glaube ich, noch in dem einen Foundation-Video gesagt, dass ich die dann mehr austesten würde, weil die ein bisschen bei mir auf der Kippe steht, sage ich mal. Und ich würde sagen, dann machen wir das doch direkt. Irgendwie kommt da so schlecht was raus gerade. Oh, jetzt habe ich viel zu viel genommen. Ja, supi. Da seht ihr den Haufen. Das ist ein bisschen viel, aber egal. Ich trage das jetzt einfach so erstmal punktuell so ein bisschen auf. Das mache ich immer so. Also ich gebe mir die meistens die Foundation schon an diese Orte so. Auf die Wange, auf die Stirn, Kinn. Den Rest streife ich so ein bisschen auf der Nase ab. Habe ich hier irgendwo ein Tuch. Wie ich die erst voll schmiere. So. Dann habe ich hier einen Beauty Blender, also der von Real Techniques.
Und dann arbeite ich das einmal ein. So. Und ja, wie gesagt, zum Thema Kind. Ich freue mich einfach mega. Also auch bald haben wir Termine in den ersten Kitas, um uns sie anzuschauen für die Anmeldung nächstes Jahr und alles, weil ich gehöre leider nicht zu den privilegierten Leuten, die sich das leisten können, mehr als ein Jahr. Also könnte ich sicherlich, aber da müsste ich alles runterschrauben. Ich meine, wir haben auch noch das Haus, wo wir Kredit bezahlen müssen und. Und ja, man will ja auch noch leben können, sage ich mal. Und das heißt, ich muss nach einem Jahr halt auch wieder arbeiten gehen. Gut, wenn ich dann jetzt bald ein zweites kriege, müsste ich nicht wirklich viel arbeiten gehen. Dann wäre ich vielleicht, weiß nicht, 2-3 Monate arbeiten, bis ich dann wieder Mutterschutz hätte. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Und jetzt gerade muss ich übrigens sagen, also von Weitem, ich habe hier unter euch einen Spiegel stehen. Und jetzt gerade sieht die Foundation tatsächlich recht gut aus. Also, ja, kann ich mich tatsächlich nicht beschweren. Ich denke, dann wird sie auf jeden Fall hier bleiben. Ich habe es irgendwie schlechter, nämlich im Gedächtnis, dass sie mir schlechter gefallen hat und ich sie deswegen nicht mehr so viel benutzt habe. Aber jetzt gerade finde ich, sieht das ganz gut aus. Gut abgedeckt. Ich mag das halt einfach. Klar, im Sommer benutze ich normalerweise nicht so stark deckende Foundations. Natürlich ist es aber cool, wenn man das mal möchte, dass da natürlich dann auch der Lichtschutzfaktor so mit dabei ist. Klar sei dahingestellt, ob der jetzt wirklich ausreichend vorhanden ist, weil man sich ja nicht, keine Ahnung, wie viele aufs Gesicht klatscht. Aber ich denke, so besser als nichts. Und fürs Gefühl ist es immer besser, finde ich. Genau. Nö, also ich kann jetzt nichts Negatives zu der Foundation gerade sagen, muss ich. Oder? Ich weiß nicht, in der Kamera sieht es, glaube ich, auch ganz gut aus. Ich habe nicht so ein riesen Display, aber I think it looks good. Freut mich. So. Ach, übrigens, bei mir zu Hause ist schon der Herbst eingezogen oder zieht gerade ein, ne? Ich habe Herbstdeko noch gekauft und meine alte Deko schon ein bisschen rausgeholt. Es stehen schon... Ich habe schon Kissen mit, fällt mir gerade nur das Englische, mit Kürbissen, mir fiel gerade nur Pumpkin sein. Mit Kürbissen stehen schon auf dem Sofa und so, also alles so ein bisschen mehr orange, bräunlich, herbstmäßig gestaltet. Ja, keine Ahnung. Der Sommer, ich dachte eigentlich jetzt die nächsten 2 Wochen wären gut, aber wenn ich jetzt so rausgucke, weiß ich auch nicht so ganz. Ja, für mich ist der Sommer eigentlich... gegessen. Welcher Sommer? War nix. Es waren vielleicht einzelne Tage, die gut waren, aber sonst ist letztens erst unser Keller hier vollgelaufen, weil es so geregnet hat. Ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Woche? Ich glaube, letzte erst. Keller komplett vollgelaufen, das war hier noch nie. Also, vorher hat mein Papa hier gewohnt, das ist auch noch nie passiert. Ganze Ort stand unter Wasser. Ja, toller Sommer, freut man sich. So, das war übrigens der Concealer von, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, von Jeffree Star. Auch den habe ich euch in einem Video gezeigt und gesagt, den muss ich mal ausprobieren. Der ist ultra hell. Also, ich glaube, das ist die hellste Farbe, schätze ich mal, C1. Ihr seht das, ich bin ein heller Typ, aber der ist wirklich hell, hell. Ich meine, gut, jetzt bin ich ein bisschen dunkler im Sommer als im Winter natürlich. Aber, ja. Also, wenn ihr einen hellen Concealer braucht, dann könnt ihr euch sonst mal den angucken. Ich habe da irgendwie nämlich keine Meinung zu, deswegen möchte ich den nochmal austesten, weil irgendwie, weiß nicht, habe ich den jetzt nicht sonderlich toll in Erinnerung, aber auch jetzt nicht schlecht. Und ich glaube, ich habe viel zu viel Concealer genommen. Naja. Dann arbeiten wir das mal so richtig schön ein. Er hält natürlich dadurch ein bisschen auf, was natürlich auch nicht schlecht ist, weil ich meine, Concealer muss nicht, aber... Ich finde es auch immer schöner, wenn der Concealer ein bisschen dunkler ist. Genau. Was rede ich da? Ein bisschen heller, oh, Leute. Genau, ein bisschen heller ist, um alles ein bisschen aufzuhellen. Klar, nicht extrem. Aber ich finde, das hat sich jetzt ganz gut eingeblendet und sieht gut aus. Ich finde, ich sehe frisch unter den Augen aus. Also heute gefallen mir irgendwie alle Produkte, wo ich bisher auch noch keine Meinung zu hatte oder dachte, ich hätte eine schlechtere.
Vielleicht auch gerade in Kombination. Ich finde, ich sehe richtig frisch aus. Ich finde, ich habe gerade so heute so junge Haut. Woran liegt das? Keine Ahnung. Ich habe gestern so eine schöne Maske benutzt. Von The Mask Doctor, glaube ich. Von Action. Und die war echt toll. Aber ich glaube nicht, dass ich deswegen jetzt so... Weiß nicht. Es sind die ganzen Produkte, die wahrscheinlich gerade zusammenspielen. Die sind mir wohl gesonnen scheinbar. Glowy sehe ich auch aus. Also irgendwie... Im Spiegel und in der Kamera vor allem finde ich den Look bis jetzt, also die Base, mega schön. Ah, ich höre gerade der kleine Nies, ich weiß nicht, ob ihr es gerade auch hören konntet. Der süße Spatz. So, jetzt geht's ans Abpudern und da benutze ich schon seit Ewigkeiten jetzt eigentlich fast durchgehend. Von Essence, das Pure Nude Powder, so sieht das aus, will ich nämlich einfach aufbrauchen. Ihr seht, man sieht schon, ich habe Hit the Pan und das möchte ich einfach leer kriegen. So, deswegen rühre ich da gut drin rum. Gehe erstmal so ein bisschen unter das Auge mit der ganzen, mit dem Puder. Ich hatte bis jetzt noch keine First Impression, ne? Kommt aber gleich noch, keine Sorge. Ich habe noch einige Produkte hier, die ich gerne heute das erste Mal austesten möchte. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, einfach am wichtigsten ist mir um die Augen und um die Nase, wo ich so kleinere Fältchen habe, dass mir das dann nämlich reinkriecht. Hier auch ein bisschen abpudern. So, ich komme jetzt erstmal zur Lidschattenpalette, bevor wir den Rest des Gesichts machen. Und das ist für mich eine First Impression. Also es ist kein neues Produkt. Ich glaube, das Produkt gibt es so auch nicht mehr. Also sorry dafür, aber das wollte ich gerne heute ausprobieren. Gestern habe ich nämlich die andere Palette davon ausprobiert. Und zwar ist es von Lethal Cosmetics. Und ich kann euch leider auch gerade nicht sagen, wie diese Palette heißt. Weil Lethal das da nie drauf schreibt. Ich hasse das. Ich hasse das. Die haben es, glaube ich, immer nur auf diesen den Schuber, der da noch drüber ist. Aber ganz ehrlich, den bewahre ich doch nicht auf. Keinen Bock drauf. Ist es diese Palette hier. So sieht er aus. Es ist eine recht kleine. Die kam, glaube ich, mal, es sind drei Paletten rausgekommen. Und von innen ist das, sieht die so aus. Gestern habe ich die benutzt, die so rötlichere Töne dabei hat. Und so einen Gelb-Glitterton und so. Oder nicht Glitter, sondern Schimmerton, genau. Und es gibt dann noch eine mit Blau und Grün und Braun, meine ich. Aber ich habe die halt Secondhand gekauft. Und zwar... von der lieben Morbus Black, Peggy, hier auf YouTube auch zu finden. Ich gucke ihre Videos und also die liebt auch Indie-Brands und ich auch. Also ich mache nicht nur Indie-Brands, oder sie glaube ich auch nicht. Sie zeigt ja auch Drogeriesachen, aber sie ist, das ist schon ihre Spezialität, sag ich mal. Ich nehme ja alles durchweg, alles. Genau, und dann hatte sie die Klatter gemacht und diese Paletten gezeigt, diese und wie gesagt die andere, die ich gestern hatte. Und dann habe ich sie ja abgekauft und ich freue mich heute, die zu benutzen, weil ich liebe Lethal. Auch die gestern, die ich benutzt habe, wie gesagt, mit Rottönen, sah richtig, richtig cool aus, der Look. Und deswegen nehmen wir heute das. So, ich nehme mir dann erstmal einen blendenden Pinsel. Dann habe ich hier noch einen von Zoeva. Und dann, ja, womit fange ich an? Ich glaube, ich gehe jetzt erst in diesen Ton, in diesen zarten hier. Und gibt denen, also die Krümel sehr, das war gestern auch, aber das ist nicht schlimm. Ich gehe noch einmal mit dem Finger über den Concealer, weil der sich abgesetzt hat. So. Und jetzt gebe ich den einfach komplett in die Crease und drüber hinaus. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Palette auch so gut performt. Die gestern war halt sehr warm, die ist jetzt hier sehr kühl. Am liebsten hätte ich natürlich die andere Palette auch noch gehabt, aber die wollte sie halt selber behalten, die hat sie nicht aussortiert, weil das auch noch mehr meine Farben gewesen wäre mit diesem Blau. Die waren ein bisschen spannender, sage ich mal. Ja, vielleicht kriege ich die ja irgendwann mal irgendwie über irgendwen, der sie nicht mehr haben will. Weil die Paletten gefallen mir gut, vor allem haben die halt so eine schöne Größe. So sechs Shades finde ich auch wirklich eine tolle Größe. Also klar, ich mag es auch noch mehr Vielfalt und so, aber auch ein paar von diesen
Könnte man super mit verreisen und so. Also. I like. Und dieser Ton gefällt mir auch sehr, sehr gut. Obwohl der so sehr dezent ist eigentlich, kühl, dezent, leicht, lässt er sich sehr, sehr gut aufbauen. Also man kann ihn wirklich gut dosieren, sage ich mal so. Ganz, ganz schöne Farbe. Die sind halt wirklich auch toll gestaltet. Ich glaube, beide dieser Paletten, oder ich glaube auch alle drei, haben 50-50-Anteil, das heißt matte und schimmernde Shades. Und das finde ich halt persönlich immer am besten. Ich frage mich gerade, was der Kleine da macht, weil die Kamera so richtig wackelt. So. Und immer noch, sorry, dass das Licht nicht perfekt ist. Ich werde das Video im Nachhinein, also ich sitze hier direkt am Fenster. Kann das aber nicht komplett die Jalousie hochlassen, weil es zu krass ist, die Sonne. Dann habe ich da ein kleines, leichtes Licht. Das hatte ich zum Streamen, aber irgendwie ist mir das noch nicht doll genug. Ich werde im Nachhinein so ein bisschen die Helligkeit hochschrauben. Aber das wird sich auf Dauer alles ändern. Ich werde mir sicherlich auch noch eine Softbox oder irgendwas holen. Aber jetzt gerade habe ich es nicht. Also machen wir erstmal das Beste draus. Yes. Und dann gehe ich jetzt natürlich in dieses schöne, schöne Lila. Das ist, glaube ich, so der Star aus der Palette, würde ich einfach mal sagen. Und da krümelt auch extrem, aber das ist nicht schlimm. Und den gebe ich mir jetzt außen hin. Und guck, wie gut der pigmentiert ist. Also, wow. Bin richtig begeistert jetzt schon von der Palette. Genauso wie von der anderen. War auf jeden Fall den Kauf wert. Aber wie gesagt, ich kenne es halt auch nicht wirklich anders von Liesl. Also alle Paletten, die ich habe, vor allem jetzt, also sorry, aber kommt irgendetwas an die Avatar-Paletten ran? Ich weiß es nicht. Also wer die vielleicht hat und wer sie nicht hat, schaut euch die an. Also ich finde, das sind so ziemlich, also dieses Jahr die besten Paletten, die ich getestet habe. Und ich wette, wenn ich euch da Ende des Jahres so ein Favoritenvideo oder die besten Palettenvideo drehe oder so, dann werden die garantiert ganz weit oben sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch irgendwas vom Thron wirft. Und das halt für den Preis, weil einer kostete, glaube ich, um die 30 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist halt wirklich ein guter Preis für das, was die können. So, ich glaube, wir unterbrechen jetzt hier, der Kleine ist gerade nicht so im Use, ich mache gleich weiter. So, ihr Lieben, erstmal geht's weiter. Er brauchte tatsächlich nur sein Schnulli, jetzt ist er wieder ein bisschen besser gelaunt. Ich weiß nicht, brauchen eure Kinder viel den Schnuller, also meiner tatsächlich nicht. In manchen Situationen hat er das ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass der den nonstop drin hat, also meistens eher nicht. Genau. So, das ist geschafft. Ich muss ja nur hier jetzt gerade checken, was ich machen wollte. So, ich nehme dann einmal einen Pinsel und gehe auch in das Lila für den unteren Wimpernkranz. Jetzt gerade muss ich übrigens sagen, dass hier so ein bisschen in der Falte da mein Concealer creased. Ja. Das war wahrscheinlich das, was ich im Kopf auch hatte von dem Concealer. Dass der, oh sorry. Dass der ein bisschen creased. Naja. Ich habe jetzt hier, hatte ich gerade tatsächlich vollkommen vergessen, dass ich Cinch Beauty Pinsel hier habe. Ich nehme den jetzt, um das hier unten so ein bisschen zu verblenden. Genau. So, das Ganze dann auch nochmal auf der anderen Seite.
da verblende ich das. Also wie gesagt, die sind super, super klein und fein. Dafür jetzt zum Beispiel eignen sie sich mega, aber auch wenn man vielleicht wirklich hier detailliert im Augenlid arbeiten will oder vielleicht auch kleine Augen einfach hat, sind die nicht schlecht. Auf jeden Fall gut. Ich kann damit sehr gut jetzt gerade verblenden. Erster Eindruck, auf jeden Fall nicht schlecht, aber natürlich muss ich die noch viel häufiger testen, damit auch Farbe mal aufgeben, nicht nur verblenden. Yes. So, das Lider sitzt. Ich gebe jetzt, glaube ich, erstmal einen Schimmerton auf. Und zwar, ich überlege gerade, ob den oder den aufs Lid geben. Ich glaube, wir gehen in diesen gedeckteren Ton mal rein. Den gebe ich jetzt einfach mal aufs Lid auf. Und der ist sehr schön. Der ist sehr schön. Richtig toller Ton. Der ist so richtig schön weich, flockig. Aber nicht so flockig, wie man sich das manchmal vorstellt, wenn da so richtige Bröckchen dran sind. Aber also so ein richtig schönes, weiches, flockiges Gefühl. Das ist richtig schön. Ich brauche einen Finger rein und habe so viel, was ich aufs Lid packen kann. Das ist schon ein Träumchen. Muss nichts ansprühen. Ich habe keine klebrige Base-Ansicht drunter. Top. Also für alle, die sich für Liesel interessieren, kauft, also ihr könnt da gut was holen. Sind wirklich Paletten, die sind toll. Also wie gesagt, diese hier gibt es, glaube ich, nicht. Aber falls ihr die irgendwo vielleicht gebraucht findet, go for it. Also ich finde die mega. Jetzt gehe ich nochmal in das Lila rein, um es nochmal ein bisschen zu intensivieren außen. Also dieser Lila-Ton ist halt einfach geil, ne? Die Palette ist ja so recht dezent, aber der Ton, dem kannst du halt wirklich ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, was mir ja sehr gefällt. Ich mag das ja. Aber ich mag natürlich auch die Variante haben, etwas Dezentes machen zu können oder das halt einfach mit einem Ton komplett in eine andere Richtung gehen zu lassen. Und das bin halt einfach ich mit diesen krassen Tönen. Ich liebe das. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich fühle mich da richtig, weiß nicht. Ich mag das, wenn ich so geschminkt bin. Und das ist ja jetzt noch nicht mal was Heftiges, sag ich mal. Ne? Ich meine, für manche, die nur wirklich so Brauntöne und dezent tragen, jedermanns Sache, aber ich mag es halt einfach ein bisschen krasser. So, das Ganze verblende ich jetzt auch noch mit einem anderen Pinsel und gehe auch nochmal in den ersten Ton, den wir benutzt haben, um das nochmal ein bisschen, nur die äußere Kante wirklich auszublenden. Ich glaube, das reicht. Ja gut, der Innenwinkel. Da würde ich vielleicht gerne noch diesen Ton einmal verwenden. Habe ich dafür einen passenden Pinsel? Na, theoretisch kann ich das mal mit dem versuchen, aber ich glaube, da wäre ein festgebundener besser. Aber wir tryen das mal. Ich gehe damit einfach mal in den Ton rein und gebe den hier auf. Oh doch, das geht ganz gut. Wird so ein leichter Fliederton. Hier sieht es wirklich mehr ja, ins Weißgehende aus. So, man kann so ein bisschen Flieder-Rosa erahnen, aber genau, auf dem Lid ist er bei mir Flieder. Und richtig, richtig schön. Also der hat eine gute Leuchtkraft und der lässt sich wirklich mit dem Pinsel richtig gut ausblenden und auftragen. Ich blende den hier oben noch ein bisschen ein, hier unten auch in die anderen Töne. Wow, ich bin begeistert. Schöne, schöne Palette. Also wirklich, die gefällt mir mega und die andere genauso. Ich wünschte, ich hätte die dritte noch. Die muss ich irgendwo versuchen zu kriegen. Aber ich habe schon bei eBay zum Beispiel geguckt, da finde ich sie tatsächlich nicht. Und ich habe auch gerade so Pech mit eBay gehabt. Oh, Leute, Sekunde, erzähle ich euch sofort. Ich gehe... Erstmal mache ich jetzt kurz meine Augenbrauen. Und zwar habe ich hier so einen Ultra Slim Brow Definer von BBB London oder so. Keine Ahnung. Ja, hatte ich mal in irgendeiner Box drin. Ist so ein ganz feines Teil, will ich einfach aufbrauchen. Also ist nicht schlecht, aber das trage ich jetzt auf. Genau, also ich hatte bei eBay bestellt. Und zwar sammle ich ja Natasha Denona Paletten. Ich bin ja eher, wie gesagt, der Freund von ein bisschen auffälligeren Looks und trage gar nicht so viel natürliche, aber natürlich auch manchmal.
und will hauptsächlich natürlich diese Midi-Paletten haben, aber habe dann da die Bieber-Palette gefunden, die mich eigentlich immer... Er hat wieder seinen Schnulli verloren, ich komme voll wieder. Ich glaube, er verliert ihn gleich wieder, der ist gerade so aktiv am Schnullern. Naja, auf jeden Fall habe ich da die Bieber-Palette gefunden. Und die war relativ günstig, genau. Eigentlich bin ich nicht der größte Fan von Gebrauch kaufen. Also habe ich schon des Öfteren gemacht, gerade bei Natasha Denona Paletten. Die sind ja nun mal auch nicht so günstig. Aber es ist halt irgendwie, also für mich nur persönlich, ist es einfach ein cooles Gefühl, das ist wirklich die neue Palette, ne? Also, ja. Aber hier zum Beispiel, ich habe sie mir auch Gebrauch gekauft. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mache oder so. Aber ich mache es auf jeden Fall seltener. Ja, hatte jetzt, er hat wieder die Dings verloren, er wird jetzt gleich wieder schreien. Genau, habe die da gefunden und mir die dann auch über direkt bestellen heißt das so, dass da ja auch so ein Käuferschutz mit bei ist. Das ist mir nämlich wichtig, weil ich wurde schon mal verarscht. Ich habe schon mal eine Palette bestellen wollen, die ist niemals angekommen und da kümmert sich heute noch die Polizei drum. Kriege ich manchmal noch Schreiben drüber, also die wurde glaube ich aber gefasst, nur leider mein Geld habe ich immer noch nicht wieder. Naja, genau, deswegen dieses Direktkaufen gemacht und jetzt ist mein Geld momentan in der Schwebe, sage ich mal, weil die Palette kam an, ich öffne sie und ich dachte mir schon in diesem Moment, wo ich sie geöffnet habe, es war wirklich so ein dünner Karton, dass gerade die Palette da so reingepasst hat und ganz bisschen Papier nur drum gewickelt. Ich wusste schon beim Auspacken, die ist bestimmt kaputt. Also das kann so gut wie keine Palette überleben, sorry, aber ich habe es wie gesagt schon geahnt, als ich sie ausgepackt habe, dass bestimmt was kaputt sein wird. Weil natürlich muss man ja auch bedenken, selber beim Verpacken, finde ich, denkt man ja wohl mit und weiß, dass nicht alle Postboten oder Paketzusteller so toll mit dem Päckchen umgehen. Und natürlich muss man das dann gut schützen, wenn ich das verschicke, oder? Also ich versuche wirklich mein Bestes, wenn ich was verschicke, dass das natürlich heile ankommt. Man hat ja auch keinen Bock dann auf Ärger oder Stress. Naja, das war in meinen Augen in diesem Fall absolut nicht gegeben. Ja, ich öffne es und natürlich waren Farben kaputt. Wie hätte es auch anders sein können? Ja, letztendlich waren zwei Shimmer Shades aus dem Fändchen komplett rausgebrochen. Und zwei weitere waren ein richtiges Stück rausgebrochen. Also sie waren teilweise noch ganz, aber bestimmt fast die Hälfte noch rausgebrochen. Also vier Shades letztendlich kaputt. Und dann habe ich natürlich dahin geschrieben und habe gesagt, hey, die Palette kam kaputt an, habe auch Bilder gemacht, ihr das auch geschickt und gesagt, dass, ja, was machen wir da? Und dann hat sie halt natürlich gesagt, ja, das wäre ihr noch nie passiert, sie weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe da jetzt nichts zu geschrieben, ne, zu der Verpackungsart, weil ich auch keinen Stress wollte. Ich wollte jetzt einfach das klären und... Ja, dann meinte sie, ich weiß gar nicht, was man da macht. Ich dann so, ja, dann habe ich ja gesagt, ja, wir müssen uns halt einig werden und dann kann ich das dem Support halt melden. Und dann habe ich halt geschrieben, naja, weil ich bin ehrlich, ne? Also jetzt nicht denken, ich wollte da niemanden jetzt extrem runterhandeln oder über den Tisch ziehen, aber ich, wie gesagt, ich habe super viele Paletten, sehr, sehr viele. Und es war einfach, diese Palette, das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingspalette oder von den Farben, es war halt einfach für mich zu verstehen. Vollständigung im Grunde fast für meine Sammlung. Natürlich werde ich die nutzen, aber nicht so. Ist jetzt nicht eine Palette, wo ich sage, so, boah, das ist die Palette, die ich unbedingt in meinem Leben brauche. Und dementsprechend war es natürlich schon blöd, vier kaputte Shades zu haben. Und dann habe ich ganz klar gesagt, also für mich gibt es zwei Optionen. Entweder ich schicke dir die zurück, weil ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Also auch wenn die günstiger war, aber letztendlich erwarte ich ja eine trotzdem funktionsfähige, komplette Palette und nicht das, was kaputt ist. Benutzt und so, klar, keine Frage, aber nicht kaputt. Und dann habe ich gesagt, also wie gesagt, entweder schicke ich sie dir zurück oder wir machen nochmal einen anderen Preis, also dass wir nochmal ein Stück runtergehen. Hatte ich tatsächlich gesagt, die Hälfte von dem, was da stand. Also die Hälfte, genau, nochmal die Hälfte runter plus natürlich nochmal Versand drauf und so. Das heißt, keine Ahnung, letztendlich wären es 15 Euro weniger gewesen, meine ich, oder... Oder 20 Euro weniger, irgendwas um den Dreh. Ja. Und dann meinte sie, nee, das wäre ihr viel zu wenig. Aber zurücksenden ist ja auch blöd. Wegen der Umwelt zuliebe und so, das ist ja scheiße. Aber es wäre ihr viel zu wenig. Sie würde vielleicht 5 Euro runtergehen.
Oder 10 oder so, meine ich. Und da habe ich so gesagt, nee, sorry. Weil sie meinte, ja, wenn du dich da, du kannst sie ja nochmal alle neu pressen oder so. Und ich so, nein, erstmal 2 davon konnte man nicht neu pressen. Die anderen, ja, okay, vielleicht. Aber ich habe keine Lust, das neu zu pressen. So. Also natürlich geht das. Aber ich kaufe mir diese Palette und will da nicht noch erstmal dran rumwuseln. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, was da in meinem Kopf vorgeht. Aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich habe bei mir auch noch einen gepressten, also nee, einen Highlighter stehen. Den habe ich auch bisher noch nie gepresst. Der ist da einfach kaputt im Dings drin und ich verwende ihn trotzdem. Aber da habe ich keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht muss ich das wirklich irgendwann mal machen. Aber da muss man ja auch erst diesen Alkohol kaufen und so. Da habe ich einfach keinen Nerv zu, bin ich ehrlich. Und genau, dann habe ich gesagt zu ihr, nö, sorry, das kommt für mich nicht in Frage. Entweder du gehst auf das ein, was ich gesagt habe, den Preis. Oder dann möchte ich sie einfach nicht. Weil es ist ja nicht mein Fehler, dass sie kaputt angekommen ist. Also wisst ihr, es ist ja nicht, ich bin ja nicht in der Bringschuld, sondern sie. Und ja, und vor allem, weil es ja auch noch auf ihrem Mist gewachsen ist. Sorry, aber wenn ich die Palette so schlecht verpacke, dann kann man damit rechnen und das finde ich dann einfach schon stumpf. Weil ich ja den Ärger auch damit habe, dass ich es dann zurückschicken muss auf meine Kosten wieder. Ne? Also ja. Und wollte sie dann partout nicht drauf eingehen und dann habe ich ja gesagt, ja okay, dann schicke ich sie jetzt zurück, ist mir egal, habe keinen Bock auf so ein Theater. Ja, habe das Ganze jetzt zurückgeschickt, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, also sie muss sich ja dann da zum Support melden, dass es angekommen ist, hat sie bis jetzt noch nicht getan. Also das Geld, was ich ausgegeben habe, ist nicht bei ihr, ist aber auch nicht bei mir, das ist gerade bei eBay irgendwo dazwischen. Ja, ich hoffe, ich kriege es bald wieder, weil ich habe es zurückgeschickt, das ist auch schon angekommen. Ich habe es natürlich mit Sendungsverfolgung gemacht, habe die Kosten natürlich jetzt selber tragen müssen. Das Geld kriege ich natürlich nicht zurück. Ich weiß auch nicht, ob ich die ersten Versandkosten zurückkriege. Ja, deswegen bin ich da jetzt vorsichtig bei sowas, weil ganz ehrlich, ich kenne die Leute nicht und man weiß halt nie, wie die drauf sind und ob das alles so klappt. Ich meine, ich denke, natürlich kriege ich mein Geld wieder. Ich kann ja nachweisen, dass ich es weggeschickt habe und es angekommen ist. Ich bin ehrlich, ich habe es natürlich jetzt auch nicht besser verpackt weggeschickt. Ne? Ganz ehrlich, ich suche mir doch jetzt nicht selber eine Verpackung noch raus für die, damit es bei ihr ein Heiler ankommt. Also ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal kaputt gegangen ist oder jetzt dadurch, dass die Hälfte schon rausgebrochen war, dass er noch mehr rausgebrochen ist. Aber es ist nicht mein Problem. Also ich weiß nicht, könnt ihr sagen, ob ihr es anders seht, aber hätte sie von Anfang an ordentlich machen müssen. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch nur Ärger damit. Kosten, obwohl ich nichts bekommen habe letztendlich. Ja, ärgerlich. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Aus Trotz, ich habe mir die Biber-Palette neu bestellt. Naja, so ist mein Kopf dann und ich hoffe jetzt ein bisschen... Ja, ich mag ungern jetzt Sachen über eBay oder so kaufen, weil ich halt, wie gesagt, die Leute nicht kenne. Die hatte auch eine relativ gute, also nicht super, super gut, aber so mittel bis gute Bewertung. Und dann erwartest du halt nicht, dass sowas passiert. War dann halt echt ärgerlich. Naja, ich hoffe, dass sich das jetzt bald gibt, weil das Paket wurde wohl irgendwie bei ihr zur Packstation gebracht, kann ich sehen durch die Sendungsverfolgung. Und ich hoffe, dass sie das dann da jetzt mal die Tage abholt und ich mein Geld bald kriege. Genau. Ach, und das richtig dreist fand ich ja dann von ihr noch. Ich habe ihr das dann ja auch genauso erklärt, warum mir diese Palette jetzt nicht so viel wert ist, wenn sie kaputt ist, dass es halt einfach für mich ein Sammlungsstück ist. Und habe ihr halt erklärt, dass ich super, super viele Paletten habe. Und dann schreibt sie halt einfach so, ich glaube, du hast ein ganz schönes Problem. Und ich dachte mir so, bitte was? Also what? Stopp mal. Wer ist denn so? Ganz ehrlich, ich will was von ihr kaufen. Und dann sagt sie mir, ich habe ein Problem, weil ich das kaufen will. Oder weil ich schon so viel habe. Geht sie doch im Kack. Also nee, wirklich. Es gibt Leute, über die kann man sich wirklich aufregen, ne? Und deswegen, ich bin gespannt, ob das alles klappt, aber die hat natürlich auch eine schlechte Bewertung von mir gekriegt, ist klar, weil ging gar nicht, finde ich. Also erstmal, wie sie mit mir spricht, die kennt mich nicht und es ist ja nicht meine Schuld gewesen. Naja, Thema ist beendet. Jetzt habe ich tatsächlich hier noch ein, jetzt machen wir nämlich erst weiter verlassendes Auge, wir machen weiter mit dem Teint, weil ich immer Wimperntusche und so am Ende mache. Genau. Und zwar habe ich hier aus einer L.E. Riva Loves Me Eternal Sun den Baked Bronzer. Das ist dieser hier. Und den probieren wir einfach mal aus. Ich habe tatsächlich auch noch nicht gesehen, wie andere Leute den finden. Wir tryen das jetzt einfach. Passt der jetzt so zum Augen-Make-up? Weiß ich nicht. Naja, ich gehe da jetzt einfach mal mit dem Pinsel rein, mit einem locker gebundenen. Ich probiere es einmal auf der Hand so ein bisschen, aber da sehe ich nicht viel.
ich gehe mal rein. Und dann gebe ich das erstmal hier auf. Ja, ich sehe was, aber das ist sehr rotstichig, würde ich sagen. Also passt jetzt, glaube ich, nicht so krass zu diesem Look, weil das jetzt sehr, sehr warm ist und der Look natürlich sehr, sehr kühl, aber ist scheißegal. Wir wollen das heute einfach testen. Also ganz ehrlich, könnt ihr auch als Blush gefühlt tragen. Der ist schon... Ich weiß nicht, wie gut es rüberkommt in der Kamera, aber im Spiegel sieht er schon ganz schön rotstichig aus. Naja. Ich sehe aber in der Kamera, was ich im Spiegel gar nicht so wahrnehme, dass der ganz schön glowy ist, oder? Also natürlich, der hat was Glowiges an sich. Oh, ich muss einfach direkt verblenden, das sieht ein bisschen krass aus. Ich bin auch nicht so eine krasse Bronzerin, sage ich mal. Ich mag das eher dezent, nicht zu doll, weil ich so ein blasser Typ bin. Und ich finde, wenn ich da jetzt wirklich so einen richtig krassen Balken habe oder hier, sieht das einfach so unnatürlich aus und das mag ich gar nicht. Deswegen verblende ich das jetzt gut. Klar, ich möchte ein bisschen gebronzt aussehen, aber nicht so extrem. So, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht auch mal irgendwie eine komische Situation auf eBay hattet. Ja, da gerät man halt immer an irgendwelche Leute, keine Ahnung, die es entweder komisch sind oder es halt einfach nicht gut meinen, wie gesagt. Als ich die Palette einmal irgendeine gekauft hatte und die kamen nicht an. Es waren 40 Euro, die weg waren. Aber trotzdem, auch 40 Euro sind natürlich nicht wenig Geld. Und das finde ich halt schon krass, dass man Leute da versucht so abzuziehen. Warum macht man das? Also, was sind das für Menschen so, ganz ehrlich? Ich meine, klar, vielleicht sind es Leute, die auch in einer Notsituation sind, aber meistens sind es das, glaube ich, fast nicht. Sind einfach irgendwelche Leute, die sich an anderen bereichern wollen. Und das, finde ich, geht einfach gar nicht. So, also meinungstechnisch weiß ich noch nicht. So für den Sommer, ja, ich glaube, wenn es Richtung Winter geht, werde ich den, glaube ich, erstmal wieder einpacken, weil der ist mir wirklich sonst zu warm. Also ich mag es ein bisschen kühler dann doch lieber. Aber es ist okay, ich habe mir gut ausgeblendet. Ja. Und diese Haare, Leute, meine Haare sind so hell. Was ist das? Das ist, wenn die Sonne drauf scheint, ist das blond. Eigentlich bin ich brünett. Eigentlich mag ich sogar wie mein Ansatz. Der ist eigentlich so dunkelbraun, kann man schon was sagen. Und ich bin in der Sonne und das ist so. Und ich kann die auch färben. Die sehen nach 2 Wochen wieder so aus. Also mit Farbe und nicht mit Tönung. Keine Ahnung. Ätzend. So. Jetzt überlege ich kurz, tragen wir Blush auf und da habe ich auch was Neues und zwar von Essence, den Pure Nude Baked Blush. Den habe ich schon ewig bei mir liegen, immer noch nicht benutzt. Jetzt wird es Zeit, das ist die 01 Shimmery Rose. Genau, da gehe ich mal mit dem Pinsel rein, das ist was sehr dezentes, aber eigentlich auch mehr, glaube ich, was für einen Sommerlook, obwohl so da sieht man es nicht, von daher. Ist recht dezent, aber das finde ich auch ganz schön zu manchen Looks, wenn es nicht so, oh, der ist richtig schön. Oh, seht ihr den Glow? Also glowy bin ich heute auf jeden Fall unterwegs, das kann man wohl sagen. Das gefällt mir. Joa, er ist dezent, nicht zu stark, aber das kann wirklich auch schön sein. Also ich finde auch nicht, dass man den großartig aufbauen kann gerade, aber der ist schön für so einen Alltagslook normalerweise vielleicht. Also jetzt habe ich keinen Alltagslook für die meisten Leute. Für mich ist das ein Alltagslook, aber... Ich finde den schön. Der ist dezent. Gefällt mir. Ich glaube, den könnte wirklich vielen auch gefallen, die sich sehr natürlich zum Beispiel schminken. So. Das ist ein tolles Produkt. Mag ich sehr gerne. Gehe ich auch da aber noch einmal mit dem Puderpinsel drüber, um das alles so ein bisschen ineinander zu blenden. Und dann gibt es den Highlighter, da habe ich jetzt auch kein neues Produkt. Da habe ich von Laura Gella oder Laura Gella Baked Highlighter Duo French Vanilla Golden Rose. Das ist der, da gehe ich einfach in beide Farben reingemischt. Trage mir das einmal hier auf, trage mir das hier auf. Dort, damit ich noch mehr Glow habe, weil man kann ja nie genug Glow haben. Dann gehe ich noch einmal in einen Cinch Beauty Brush. Und gebe das hier unter meinen braunen Bogen. Auch das ist ein Highlighter, der nicht zu heftig ist. Der ist relativ dezent und das gefällt mir.
So. Ich finde, es sieht schon richtig schön aus. Genau, das meiste haben wir jetzt. Jetzt bin ich immer so, dass ich dann zuerst Fixing Spray auftrage und dann mache ich die Augen, damit das nicht mehr so verschmiert. Genau, Fixing Spray habe ich was ich noch nicht getestet habe, war in irgendeiner Box drin. Von La Vera Set and Glow Spray mit Bio-Aloe Vera und pflanzlichen Glycerin. So sieht das aus. Wir probieren es. Ich sprühe mir das mal ins Gesicht. Muss man wirklich weit weg, weil das kommt ein bisschen nicht so wie so Nebel raus, sondern schon ein bisschen, wie nennt man das? Auf einer kleineren Fläche, keine Ahnung, mir fehlt gerade das Wort. Da gehe ich einmal immer mit dem Schwämmchen drüber, damit ich da auch keine, ja, so Wasserflecken nachher habe oder so. Und einfach, damit sich alles schön setzt mit dem Puder. Das schmeckt eklig. Also es hat gerochen ziemlich, ich weiß gar nicht wonach. Ich finde, es hat stark gerochen, als ich es gesprüht habe. Ist dann schnell verflogen, was jetzt dann nicht schlimm ist. Aber im ersten Moment so hatte ich es dann auch auf den Lippen und es schmeckt nicht so schön. Ja, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch jetzt mehr Glow habe. Keine Ahnung. Aber ich finde, ich hatte jetzt tatsächlich nicht so dicke Wasserflecken oder so. Ich finde nicht, dass es jetzt mehr Glow gibt als vorher, aber ist okay. Brauche ich sicherlich dann irgendwann auch. So, und dann geht es an die Augen und ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich vielleicht einen blauen Eyeliner dazu tragen möchte. Doch, ich glaube, ich probiere es mal aus. Das ist von Catrice Calligraph Artist Matte Liner. Das ist dieser hier, den habe ich schon länger. Ich habe aber neue in Gelb und in Rot, aber das würde jetzt nicht so hier zu passen. Mal gucken. Da malt er ganz gut. Doch, das ist cool. Ich kann gerade währenddessen nicht so viel reden, weil sonst vermale ich mich. So, kriege ich so einen schönen Wing hin. Also sieht man nicht extrem. Ich weiß nicht, wie gut es in der Kamera rüberkommt, aber so von nahen hat das was. Ich mag diese Eyeliner tatsächlich auch recht gerne. Ja, finde ich gut. Trage ich Wimpern auf oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, heute nicht. Genau, so viel dazu. Und dann trage ich eine neue Mascara auf. Und da habe ich die von L'Oréal Paris, die Volume Million Lashes Mascara. Wie sieht die aus? Hat so ein Silikonbürstchen und wir testen sie mal. Mal gucken, was sie kann. So, das ist die erste Schicht gerade. Ich gehe natürlich noch einmal drüber. Ich weiß nicht, wie gut ihr das gerade sehen könnt. Verlängert auf jeden Fall gut. Verklumpt bisher nicht. Mal gucken. Schlecht finde ich sie nicht. Also da habe ich definitiv in letzter Zeit schlechtere probiert. Ja,
So, lass ganz kurz ein bisschen antrocknen, dann kommt die zweite Schicht. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Und ich finde den Look ziemlich schön. Ich mag das gerade. Ha. Lila trage ich tatsächlich auch relativ selten. Also es ist nicht so, dass ich nicht 100.000 lilane Paletten habe. Aber ich finde, das ist relativ selten bei mir, muss ich sagen. Aber gefallen tut es mir dennoch. So. Zweite Schicht kommt jetzt drauf. Wow. Also mit der zweiten Schicht wird es erstmal intensiver, mehr schwarz und die Länge nimmt nochmal zu. Finde ich richtig, richtig gut. Also. So ihr Lieben, das ist der Look. Ich bin fertig und mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja ein bisschen gequatscht. Natürlich auch viel über das Baby, weil das aktuell einfach mein Leben ist mit Baby. Und das ist ein großes Thema natürlich. Ja. Aber wir haben uns dann fertig gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Und wenn euch solche Videos gefallen, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ich glaube tatsächlich, sie kommen nicht so gut an. Aber ab und an kann man das, glaube ich, machen, ne? Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.